Ja, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Wobei, ich weiß gerade gar nicht, ob wir heute viel aufnehmen, ob wir lang aufnehmen. Wir haben es jetzt 1.32 Uhr, ich bin erst aufgestanden. Mein Hals macht mich fertig, meine Atmung ist für den Arsch. Ich habe mir überlegt, komm, mach mal einfach mal. Weil ich muss ja auch irgendwie... aufnehmen. Ja, auf jeden Fall, ich bin jetzt nämlich, ja, beschäftigt, sozusagen. Man könnte es Arbeit nennen, muss man aber nicht, denn das ist irgendwie so eine Strafe vom Amt, weißt du? Wenn du was nicht kriegst, also auf dem Markt nichts kriegst, weil dir keiner antwortet, weil dir keiner zusagt und du rennst schon überall hin und so weiter, dann treten die dir vom Abend nämlich im Arsch. Oh Gott, diese Atmung. So, und dann heißt das nämlich Maßnahme oder in meinem Fall 1,50 Euro Job. Ja. Also, und zwar hat man denn echt die besten Zeiten. Ich zum Beispiel muss zwar nur 6 Stunden arbeiten, aber ich kann so nichts aufnehmen. Weil, sagen wir mal, 5.30 Uhr stehe ich auf, ne? Eigentlich, wenn ich nicht schon so früh müde wäre, Moment. Ja, wenn ich nicht so früh müde wäre, ich habe es geschafft, gestern bis 19 Uhr durchzuhalten, ohne Witz. Ich bin dann so ins Bett gefallen. Also. Nee, und dann ackert man da halt für die Leute, ne? Und auf jeden Fall 14 Uhr kann ich hier nichts aufnehmen. Das ist mitten am Tag. Hier ist es dann überraschend laut, weil die Kinder hier im Haus werden immer lauter. Wenn sie nach Hause kommen mit den Eltern, also es sind nicht speziell nur die Kinder laut, sondern ja, tatsächlich auch die Eltern. Und was mache ich denn hier eigentlich? Und insofern ist das alles schon ein bisschen, naja, sehr doof. Auch schon wieder. Boah, ich glaube, Kapitel Mikrofon leiser machen die ganze Zeit. Aufnehmen ist wohl, glaube ich, nicht so gut. Dieses Sprechen, das ist einfach... Achso, wir wollten ja... Stimmt ja. Wir wollten ja jetzt erstmal... Ach ja, ich glaube, das ist auch die erste Aufnahme mit, sag mal schnell, dem neuen Prozessor, glaube ich, ne? Ich glaube, das ist die erste Aufnahme mit dem neuen Prozessor. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Müsste aber so sein, oder? Muss ich gleich mal in den Folgen gucken. Oder müssen im Lieferschein. Sonst... Naja. Genau, weil ich habe ja jetzt einen neuen Prozessor. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt mehr hackt als vorher oder nicht. Auf jeden Fall ist alles so ein bisschen... Naja. So... Und gleich kümmern wir uns denn. Ich kann die Folge noch nicht beenden. So gerne ich auch würde, aufgrund meines Hals und so. Aber wir haben den gerade mal 4 Minuten fast. Wir haben nicht mal 4 Minuten, wir sind erst bei fast 4 Minuten. So, wir machen uns jetzt erstmal. Tja. So. 5 Stück. Na verdammt, wir hätten doch und haben nicht. Moment. Ich bin noch ziemlich abgelenkt und noch nicht ganz wach und so weiter und so fort. Ich glaube, ich muss mal kurz Mikrofon nochmal. Moment. Ja, es ist ein Träumchen. Es ist... einfach herrlich, so aufzunehmen, ja? Ich weiß ja nicht, was da kaputt ist, aber ich glaube, ich bin kaputt. So, wir haben hier Holz, das kommt da rein, das kommt rein. Wasser brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Komm, verschwinde. Wackeln können wir so. Du kommst dahin. Notfalls sollten wir auch gleich mal noch
Spitzhacken machen. Zwei, komm, wir machen erstmal zwei, da hinten war. Wow. Euer Ernst? Okay, dann machen wir es so. Ja, ja. Ich weiß, das wird wahrscheinlich nicht die spannendste Folge und wenn ich viel rede, dann ist auch irgendwie nicht so gut. Ich verstehe das gar nicht. Naja, auf jeden Fall. Dann wisst ihr jetzt Bescheid. Also ich werde dann nochmal versuchen, um mal wieder aufs Thema Arbeit zurückzukommen. Ich werde dann halt versuchen, dass ich, wie nennt man das? Ach ja, genau. Dass ich dann immer, bin ich bescheuert? Ich wollte doch gerade, Moment. Okay, also dann, genau, ich werde dann immer, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte, am Wochenende aufnehmen. Das heißt, Freitag zu Samstag oder von Samstag zu Sonntag, weil, genau, 8 Uhr muss ich dort anfangen, 14 Uhr ist zwar schon Schluss, aber am Tag kann man nicht aufnehmen. Und warum zum Geier ist das so dunkel? I'm safety here? Achso, warte mal, ich habe mal auf einem anderen Spiel was... Okay, hier, ja, okay. So, ne, und dann, ich habe ehrlich gesagt keine andere Möglichkeit, als sehr spät abends aufzunehmen. Was natürlich doof ist, wenn ich um 8 Uhr aber raus muss. Also um 35 raus muss und um 8 da sein muss. Im Großen und Ganzen eine blöde Sache das. Und dann bin ich irgendwie so gefangen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich, ich werde es versuchen, schaffen werde ich es eh nicht, weil es viel zu lang derzeit noch ist mit den Aufnahmen. Fünf Folgen? Hat eine Woche 5 Tage? Ich glaube ja. Also 5 oder 6 Folgen, das wird eine Herausforderung. Und sollte ich hinkriegen. Ja, dann muss ich halt immer eine ganze Woche vorproduzieren. Das heißt, Fragen, Antworten, was auch immer dann demnächst kommt, ist sehr stark, sehr verzögert und ich hatte euch ja gesagt, hier, wir bauen uns den Berg ab. Aber warte mal, jetzt höre ich ja selbst dieses Abbauen und das ist krass. Es ist krass laut. Moment, da müssen wir nachhelfen, ne? Da sollten... Genau, stell mal in der Grafik die Lautstärke ein. Da. Gesamtlos Musikblock. Block. Block. Stellen wir mal auf 8 oder... Ne, komm, 8. Okay, mal gucken. So, was ist... Na gut, hier scheint alles. So. Es ist schon leiser, also... Aber ich höre es immer noch. Ich höre es immer noch, das ist gut. Was ich wahrscheinlich weiterhin nicht höre, sind die Zombies und so weiter. Ah ja, das ist alles schön. So, na dann... natürlich hätte ich das Abgraben hören müssen. Ich Vollidiot habe ja auch die Systemlautstärke ein bisschen lauter, damit ich ja selbst die Musik noch höre und so weiter. Na gut. Denken, ne, ist nicht so meine Stärke und so. Dann sind blöd Zombies. So. Genau, und wie angekündigt, ne? War gerade was. Naja, gut. Ja, wir machen hier auf jeden Fall den Berg weg, wie ihr seht. Hatte ich ja angekündigt. Ne? Wir werden uns um den Berg kümmern. So nach und nach. Stück für Stück. Und ja. Irgendwer hat mir auch geschrieben, ich werde mich damit selbst bestrafen. Oh nein. Ich bestrafe mich, wenn der Berg stehen bleibt. Das ist eine Strafe. Aber so... Ups. So geht das doch. Also ich meine, ich laber hier den Stuss. Muss nebenbei das Mikrofon öfters leiser machen. Also ich sehe hier keine Probleme. Richtig Action können wir somit eh nicht machen. Alles schick. Alles total easy.
Und ja, jetzt muss ich mal wieder mein Mikrofon leiser machen. Moment mal. Moment, jetzt ist er weg. Oh Mann. Ich warte nur noch auf den Moment, wo ich in die falsche Richtung drehe. Das Mikro wieder ein Arschlaut ist und ich dann so richtig schön losräusper. Wäre doch wahrscheinlich auch mal was, oder? Das könnte man euch doch sicher zumuten. So, ja. Ich weiß auch übrigens nicht, ob ich jedes Mal das Mikrofon wieder so zurückstelle, wie es vorher war. Oder ob es ein bisschen leiser oder ein bisschen lauter später ist. Ich habe keine Nicht-Ahnung, ich nichts wissen. Ja. So, jetzt muss ich mal hier hoch und mal gucken. Sieht alles soweit ganz schick aus, ne? So, jetzt haben wir... Oh, wir haben schon 11 Minuten geschafft. Ich bin ja begeistert. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt gleich noch eine zweite Folge aufnehme, weil es hat ja einfach keinen Sinn. Wenn ich alle paar Minuten das Mikrofon ausmachen muss, ne? Dann ist das ja richtig grauenhaft. Also, wenn ich das mal so sagen darf. Es ist einfach nicht schön. Oh Gott. Ja. Okay. Dann machen wir hier mal so ein bisschen weiter, ne? La 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 la. Und ja, so viel erreichen wir hier eigentlich gar nicht, weil wir kratzen derzeit nur an der Oberfläche von dem Berg. Das ist so herrlich. Und ihr freut euch aber trotzdem darauf. Ich weiß es. Ich hab's gesagt bekommen von... Und zumindest einer Person, die freut sich ganz besonders, also die Person freut sich ganz besonders, so ordentlich dabei sein zu dürfen, wie wir hier so einen riesen Erdblock abbauen. Sie meinte, ich würde mich damit bestrafen, ihr würde das überhaupt nichts ausmachen, hat sie gesagt. Habe ich gesagt, na gut, wenn du das so siehst, dann machen wir das halt mal hier. Das ist alles gar kein Problem. Das werden die so machen. Und ich reiß mir demnächst meinen Hals raus. Moment mal. Schön in Sicherheit. Naja gut, würde uns eh nichts bringen, wenn uns was angreift. Okay, Moment. Ohne Witz, ich schmeiß meinen Hals bald weg. Möchte nicht jemand herkommen und mir den Hals umdrehen? Ich zahle dafür zwar nicht, aber irgendjemand wird sicher seinen Spaß dran haben. Ich kenne so einige Personen, die das bei mir machen wollen würden oder früher gerne gemacht hätten. Hey, wenn ihr zuguckt, macht das doch. Kommt doch her. Wobei sie dann wahrscheinlich alle keinen Bock mehr drauf haben. Weil ich's denen ja dann erlaubt habe. So. Umgekehrte Psychologie, ne? Weil wenn du den Leuten erlaubst, was sie nicht dürfen, dann ist das nur kurze Zeit geil. Dann merken sie, wie scheiße das ist und haben selber keinen Bock mehr drauf. Aber wenn sie es nicht dürfen, ja, dann rennen sie dir hinterher. Dann wollen sie es wissen, dann wollen sie auch wirklich alles. So, was ist denn los hier? Haben wir eigentlich noch... Oh Gott. Ja. Ja. So eine blöde Schaufel mit Effizienz, ne? Das Effizienz Level 3, das wäre doch mal was Schönes, oder? Ey, das hat ja echt... Das ist ja... Wisst ihr noch, diesen Berg, den wir am ersten Haus abgebaut, naja, am zweiten Haus abgebaut haben? Da hinten, wo wir zurück wollten und uns verlaufen haben, da war auch so ein riesen Berg, ne? Aber es hielt sich in Grenzen. Der hier ist ein... Naja, ich weiß gar nicht. Ist der ein bisschen breiter? Im Durchmesser ist der breiter? Ich habe keine Ahnung. Den haben wir auch weggeruppt.
Aber es hat halt ein bisschen gedauert, ne? Aber zwischendurch immer was anderes gemacht. Und ja. Ey, wir sind bei 15 Minuten. Mein Hals wird's mir danken. Bloß ich weiß nicht. Ach, scheiß drauf. Komm. Ein bisschen machen wir noch. Jetzt, wo mein Hals gerade so blöd ist, kann man es auch ein bisschen übertreiben, ne? Hey, vielleicht bin ich ja krank. Das heißt, ja, kurz nach diesem Maßnahmenantritt da, dieser 1,50 Euro Job, der total sinnvoll ist, kann ich ja vielleicht mal ein bisschen erzählen. Also, soweit ich das mitgekriegt habe, ist das, geil, kümmere ich mich, oder kümmern wir uns, die dort arbeiten, drum, dass wir uns da Wohnungen angucken. Also, wir suchen uns Wohnungen raus und aus dem Internet und gucken dann vor Ort nach, ob diese Gegend geeignet ist für zum Beispiel Rentner. Ob die Rentner dort sozusagen überleben können. Weil ein Laden in der Nähe ist, weil irgendwas in der Nähe ist. Das ist Euro und Co. und Ärzte und sowas alles, ne? Gestern war mein erster Tag. Ich weiß also ehrlich gesagt nicht, ob das, was ich bis jetzt rausgefunden habe, da zu den Objekten, die ich hatte, das so ausreichend ist. Ich habe keine Ahnung. Nachher drehen die mir wahrscheinlich noch den Hals um, aber das werde ich dann feststellen. Es ist absolut nicht meins. Muss ich dazu sagen, es ist absolut nicht mein Beruf. Ich habe auch keine Ahnung, was alles eine Dienstleistung ist. Also ganz im Ernst. Was zum Teufel sind alles Dienstleistungen? Ist Kino eine Dienstleistung? Ich weiß es nicht. Eigentlich ja, oder? Oder zählt das zum Kulturellen? Ich habe keine Ahnung. Oder, es ist auch schwer, das irgendwie zu erklären. Da stehen 100 Sachen auf dem Zettel, du läufst da rum, musst dir erstmal aus den Armen saugen, ja, gut, was ist das jetzt hier? Naja, aber ich weiß eigentlich, dass in der Nähe dort, das ist ja das Nächste, ne, dann überlegt man so, man ist ja vor Ort und dann überlegt man so, zwei Straßen weiter, da kann die Oma doch mal ein bisschen Billard spielen gehen, oder sonst was, wenn sie fit bleiben will, ist ein bisschen weiter auch noch ein Sportdings gewesen. So ein Fitnessstudio, so ein kleines, ne? Kann sie ja eigentlich hingehen. Die Frage ist nur, für mich ist das kein weiter Weg, also. Aber ich weiß auch nicht, an welche Art Rentner oder ältere Leute das jetzt überhaupt weitergereicht wird, diese Ergebnisse, ja? Das weiß ich absolut nicht. Und insofern ist das immer, weiß ich nicht. Ich will mich eigentlich manchmal echt weigern, dort irgendwie einzutragen, dass da irgendwas ist, weil es dann doch schon ein bisschen weiter weg ist und ich sehe den Sinn dieser Aufgaben nicht. Gut, irgendwer hat mir auch gesagt, ja, im Rahmen von 2 Kilometer, aber ich weiß von meiner Oma zum Beispiel, es fällt ihr ziemlich schwer, so klar, sie hat so Tabletten, dann kannst du auch mal ein bisschen einen Tag lang rumlaufen und so, aber ich weiß nicht, ob das so der Sinn ist. Wenn man schon nach einer Umgebung sucht, wo einigermaßen alles in der Nähe ist, klar, es kann nicht alles in einem Haus sein und es ist auch klar, dass nicht alles innerhalb von 5 Minuten erreichbar sein kann, schon gar nicht im hohen Alter, da sind es dann vielleicht doch ein paar Minuten mehr. Ich stelle mir das dann wohl doch schon ein bisschen ganz anders vor, was denn so geeignet wäre für ältere Leute, na gut, es richtet sich auch nicht nur nach älteren Leuten, sondern auch nach Behinderten, sprich, da muss man sich dann die Wohnungen angucken, ob die einen Fahrstuhl haben oder nicht. Und ja, also was halt, ne? Oder eine Auffahrtsrampe oder was auch immer. Für mich absolut kompliziert und ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, aber viel zu viel. Ich krieg das nicht auf die Reihe. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das ist für mich eigentlich schon wieder viel zu viel Verantwortung, wenn ich sage, ja, hier ist was und dann ist das den Leuten aber zu weit weg. Oder nein, da ist nichts und dann ist da aber was, was zwar ein bisschen weiter weg ist, aber für die noch absolut im Rahmen.
Das heißt, ich muss vorab für die Leute entscheiden, was sie können und was nicht. Und ich kenne die Leute nicht. Ich kenne die Leute nicht, wofür die das da raussuchen. Ja, es ist absoluter Bullshit in meinen Augen. Und 1,50 Euro Job. Das ist so geil. Weißt du, die Einzelfahrkarte, eine einzelne Fahrkarte, verkürzt, also verkürzter Tarif, also hier so, dass du halt nur 3 Stationen fahren kannst, ne? Eine Kurzfahrkarte. Eine Kurzfahrkarte kostet hier schon 1,70 Euro. Ja? Nur mal zum Vergleich. So, aber auf jeden Fall. Lasst uns nicht drüber reden mehr. Ich hab keinen Bock. Okay, mit dem Hals scheint es mittlerweile zu gehen. Ich denke, ich mache hier jetzt Schluss und mache noch eine zweite Folge, ne? Oder? Ach, egal. Werden wir sehen. Ciao.